Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Und wir haben heute den 27. Januar. Am 27. Januar hat Geburtstag. Ich bin übrigens der Marc Hagenbeck. Ja, ja. Am 27. Januar hat Geburtstag Ole Einar Bjørndal. Kennst du den? Schauen wir ihn uns doch mal an kurz. Wir haben ja sogar ein Bild von ihm. Kennst du den? Ja, das ist doch der mit dem Gewehr. Das ist der mit dem, ja. Das ist der mit dem Gewehr und mit dem Stirnband, ne? Und ja, mit der Brille genau, dann immer so drauf. Genau, ja. Ja, das ist der Norweger sehr wahrscheinlich. Norweger, genau. Das ist der erfolgreichste Athlet seiner Sportart und ist Winterolympionike. Winterolympionike? Ja. Der ist 19 Mal Gold hat er gewonnen. Biathlon, das verstehst du? Gar nicht. So, das, Peng Peng das und Schieb Schieb. Das wusste ich nicht. Peng Peng und Schieb Schieb. Aber hast du noch nie gehört? Nee, hab ich nie gehört. Alter. Was ich aber weiß, ist, was Sie wahrscheinlich am 27. Januar 1991 gemacht haben, liebe Zuschauer. Sind wir mal förmlich jetzt. Natürlich. Wahrscheinlich hat jeder von euch an diesem Tag vor dem Fernseher gesessen und hat sich angeschaut, wie Boris Becker Ivan Lendl besiegt hat. Und damit Becker-Faust ja. Nummer 1 der Weltrangliste wurde. Ah, hey. Am 27. Januar ist das. Ja, in genau. Welchem Jahr? 1991. Genau. Das war in US Open, würde ich sagen, oder? Ja, korrekt. Ja. Vollkommen korrekt. In den US Open. Und das war wirklich, also damals, da war der Tennissport noch, das war sensationell, oder? Wir waren Feuer und Flamme, Boris Becker und wie hieß die andere da? Steffi Graf. Steffi ja. Graf. Quiet, please. Advantage Becker. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich... Das ist ein Held meiner Kindheit. Ich habe immer Boris Becker geguckt. Also wirklich, nee, das immer Boris Becker geguckt. Wirklich war. Also ja. Da hat man noch vom Fernseher gesessen und Sport geguckt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Doch, beim Fußball zum Beispiel sitze ich auch heute vorm Fernseher und gucke Sport. Ich gucke nur Deutschland. Ja, Tennis gucke ich heute nicht mehr. Wie guckst du Deutschland? Bundestag oder was? Ja. Ja, Fußball Deutschland, genau. Ja. Ja. Ach komm. Ach, wenn man unbegabt ist, geht das halt nicht so. Ja, natürlich. Am 27. Januar 1973 wurde Waffenstillstand zwischen USA und Vietnam, den Kriegsparteien in Vietnam, geschlossen. Ja, das wurde in Paris gemacht. Aber das war am 27. Januar 1973. Ja, das war, dann war der Vietnamkrieg sozusagen erstmal... Gott sei Dank, hat ja lange genug gedauert. Ja, ne? Das ist die Fahne von... sieht so ein bisschen aus wie Schuki Banoki Zeichen, ne? Ja. Ja, hat aber mit Vietnam nichts zu tun, muss ich gerade mal an der Stelle sagen. Kleiner Kommunist. Ja, genau. Ja. Ja. Stimmt, also die Ähnlichkeit ist, also das ist wirklich frappierend. Ist halt ein Stern. Ja, es ist halt ein Stern. Ja, hier haben wir doch auch einen Stern. Aber es ist halt ein Stern. Sterne sind halt so. Ein Stern. Okay. Lassen wir das lieber. 27. Januar, was ist da noch? Was war da noch? Am 27. Januar war, 1999 initiierte Kanada den sogenannten Canada Family Literacy Day. Und da ging es um das Fördern des Büchervorlesens in Familien. Ja, ist ja eine gute Sache, ne? Das ist eine wichtige Sache. Also heutzutage immer noch. Also ich lese meinen Kindern, beziehungsweise meine Frau und ich, wir lesen unseren Kindern jeden Abend echt was vor und das bringt auch was. Ja, besonders wenn es meine Bücher sind, dann ist es super. Besonders wenn es Saschas Bücher sind. wir können vielleicht einen kurzen kleinen Werbeblock einschieben. Hier kommen die besten Bücher, die letzten Veröffentlichungen von Sascha Ehlert. Mats ab! Ja, genau. Ping, genau. Ping, Ping hat es gerade gemacht. Ping, ping, ping. Genau. Das war alles am 27. Januar. Ole Einar Bjørndal, Waffenstillstand. Dann, was hast du nochmal erzählt? Canada Literacy Day. Und natürlich Bum Bum Boris. Bum Bum Boris wurde Nummer 1. Wie geil ist das? Bum Bum Boris, das war wirklich sensationell. Also wirklich. Genau. Ja, ich sage an dieser Stelle Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen wieder bei Daily, deiner Tagesdosis. Macht's gut. Tschüss. Angeberwissen. Cheerio.